Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Teil meiner Serie vom Making-of, des Making-ofs, der Fotografie, des Waldkautes, was dann aber doch irgendwie schottische Hochlandrinder waren. Und es gibt eine Menge Tipps und Tricks in diesem komplexen Videoprojekt. Und deswegen nicht lange rumschnacken, sondern auf, wir gehen sofort rüber zum CyberLink Power Director. Der nächste Tipp ist der Befehl Clips gruppieren. Und zwar, ich möchte euch eine Möglichkeit an die Hand geben, wie ihr zum Beispiel solche Clips gruppiert, damit, wenn irgendeine Verschiebung stattfindet, immer alles verschoben wird. Weil ihr habt ja hier letztendlich zwei Videospuren. Einmal diese Radfahrszene mit der Originaltonspur und dann diese Musiktonspur. Und jetzt ist es sinnvoll, diese Clips miteinander zu gruppieren. Vorteil, ich klicke eine an und habe alles, und wenn ich das verschiebe, verschiebt sich alles mit und ich kriege kein Durcheinander. Das sieht jetzt erstmal relativ simpel aus und man fragt sich, naja, wie oft kommt denn sowas vor? In größeren Projekten kommt das regelmäßig vor, dass sich Clips auf einmal verschieben und durch so eine Gruppierung, weil ich sage, ja, das ist ja für mich ein Block und egal, wo ich diesen Block haben möchte, es bleibt immer ein Block. Jetzt kommt die Fragestellung, ja, ich möchte vielleicht aber nochmal was ändern an diesem einen Clip und ich sage zum Beispiel, der Zuschnitt ist nicht ganz richtig. Jetzt kann ich das natürlich so zuschneiden. Wenn es am Anfang und am Ende ist, aber wenn ich jetzt hier in der Mitte einen habe, dann merkt ihr, es verändert sich nichts und ich kriege es nicht hin. Dann muss ich letztendlich wieder rechte Maustaste machen, Gruppierung von Clips aufheben und jetzt ist jeder Clip wieder für sich alleine anklickbar und auch bearbeitbar. Aber Achtung, wenn ich jetzt einen Clip zum Beispiel entfernen möchte, dann muss ich mir hier gut überlegen, welchen Befehl wähle ich aus. Entfernen und Lücke füllen macht Sinn und ihr seht, der Tonclip mit der Musik hat sich nicht verändert, weil sollte ja auch nicht. Wenn ich jetzt sage, ich möchte ihn austauschen gegen einen anderen Clip, den ich hier einfüge, dann kann ich zum Beispiel sagen, entfernen und Lücke lassen. Dann kann ich jetzt gegebenenfalls hier einen weiteren Clip einfügen, schiebe den jetzt dorthin und jetzt muss ich höllisch aufpassen, was ich mache. Überschreiben, naja, wir probieren es einfach aus. Die Clips, die letztendlich dem Clip im Weg waren, wurden einfach eliminiert und überschrieben. Ist wahrscheinlich nicht im Sinne des Erfinders. Wir gehen wieder auf rückgängig. Eben hat das Programm automatisch gespeichert und da halte ich immer die Luft an, wenn das Bild kommt, hoffentlich stürzt er nicht ab. Aber es ist alles gut gegangen. Okay, wir haben wieder die Lücke, wir wollen diesen Clip hier reinfügen. Jetzt machen wir zum Einpassen Trimmen. Wunderbar, er passt sich wunderbar in unser Bild hier rein. Ausgezeichnet. Aber ich habe natürlich den Clip jetzt so eingepasst bekommen, dass er reinpasst. Ob das jetzt aber vom Bild her passt und ob das wirklich der Ausschnitt ist, den ich haben will, ist eine andere Sache. Oftmals ist es ja so, dass dieser Clip, oh, was passiert jetzt? Spannung. Gut gegangen alles. Deswegen immer speichern, speichern, speichern. Oftmals ist es ja so, dass ihr genau wisst, was ihr hier an Zuschnitt braucht und welche Szene notwendig ist. Und müsst jetzt quasi das hier so reintrimmen, dass das am besten passt. Also wieder linke Maustaste anfassen und einfügen. Hat gut funktioniert in dem Fall. Was ist passiert? Alle diese Clips wurden verschoben. Der Clip ist nicht lang genug, deswegen ist dieser verschoben worden. Jetzt nehmen wir mal das Ganze und wir denken uns noch, wir haben einen Clip, und zwar hier hinten. Oder wir kopieren gerade die anderen Clips rein, dann wird das, glaube ich, noch deutlicher.
Den Clip machen wir wieder raus. Die Clips verschieben wir wieder. Oh, Achtung, ich habe zu viel kopiert, zu viel markiert. Das war unsere Lücke. Jetzt sehen wir den letzten Befehl. Einsetzen und alle Clips verschieben. Ihr habt gesehen, dass hier unten die Clips auch verschoben worden sind. Super, wir brauchen uns nicht weiter darum zu kümmern. Das Programm hat das automatisch geregelt. Obwohl die Clips nicht gruppiert waren, ist alles gut gegangen. Gerade hier der Unterschied zwischen Videospur 2 und 3. Astrein hat das funktioniert. Okay, jetzt Achtung. Ich möchte diesen Clip rausnehmen, ausschneiden. Und jetzt kann man ja auf die Idee kommen, zu sagen, ausschneiden und Lücke lassen. Okay, jetzt fange ich aber an, alles manuell zu richten. Und zwar wird das dann interessant, wenn wir das hier haben und wir haben noch ganz viele weitere Clips hier weiter rechts, dann müssen wir die nämlich alle manuell anfassen und müssten die jetzt hier verschieben. Deswegen möchte ich euch einen anderen Tipp geben, wie man das am sinnvollsten macht. So, ihr sagt auch zum Beispiel entfernen oder ausschneiden, ist in dem Fall das gleiche. Wenn ihr jetzt sagt entfernen und Lücke füllen, dann ist diese Lücke nur gefüllt. Aber Achtung, hier ist es nicht weiter verschoben worden. Und dann ist euer ganzer Videoschnitt ab hier manuell wieder zu berichtigen. Und die Arbeit will man sich ja natürlich sparen. Deswegen entfernen, Lücke füllen und alle Clips verschieben. Merkt euch auch diese Tastenkombination dahin, weil das ist der Befehl, den ihr sehr oft verwenden werdet. Und jetzt seht ihr, wie das hier alles funktioniert hat. Aber Achtung! Diese Spur führt dazu, dass es nicht nahtlos anschließen kann, weil diese Spur kürzt sich ja nicht um den Clip, der hier rausgekommen ist. Das heißt, das müsst ihr immer berücksichtigen, dass so eine Tonspur in dem Fall dazu führt, dass diese Clips doch nicht alle nahtlos aneinander gereiht worden sind und dass es hier zu manuellen Nacharbeiten kommt. Ich möchte es nochmal anders verdeutlichen. Dann wird das wahrscheinlich klarer. Wir nehmen jetzt wieder hier diese Clips und hängen die einfach dran. Das war unsere Originaltonspur. Die hängen wir mal hier dran. Ja, wir gehen davon aus, das ist jetzt unsere Original. Das waren unsere Originaldateien, die wollen wir jetzt rausschmeißen, weil wir die nicht mehr gut finden, was auch immer der Grund dafür ist. Und sagen jetzt, die müssen raus, entfernen, Lücke füllen und alle Clips verschieben. Und da hat es nicht funktioniert, weil diese Videospuren haben das System gesperrt. Und das müsst ihr euch immer vor Augen halten, wenn ihr sowas macht, dass dann auf einmal hier diese Videospur 2, wo der Ton ist, dass das auf einmal gar nicht mehr passt. Und das müsst ihr berücksichtigen und dann manuell anpassen. Und da hilft es auch nicht, eine Spur zu sperren oder offen zu lassen, sondern das müsst ihr im Hinterkopf behalten, wenn ihr so einen Befehl ausführt. Ihr seht schon, so ein Videoprojekt hat unheimlich viele komplexe Anforderungen und die Tipps und Tricks sind ganz schön lang geworden und deswegen werde ich an dieser Stelle einen Cut machen und werde mit dem nächsten Teil mit weiteren Tipps und Tricks für dieses Video, das Making-of vom Making-of, weitermachen. An der Stelle sage ich vielen Dank für das freundliche Zuschauen und bis zum nächsten Teil. In diesem Sinne, bleibt gesund. Tschüss.